In diesem Video geht es um die sogenannte Lichtbrechung. Was genau es ist, wollen wir uns zuerst in einem Experiment anschauen. Und das Experiment heißt optische Hebung. Es ist ein ziemlich einfaches Experiment, beziehungsweise ein Experiment, was man mit sehr einfachen Mitteln durchführen kann. Es benötigt nämlich sehr wenig Material. Wir brauchen lediglich eine Schüssel, eine Münze und etwas Wasser. Der Aufbau ist ziemlich einfach. Die Münze wird in die Mitte der Schüssel platziert. So, bevor wir gleich zu der Durchführung kommen, gucken wir uns das einmal in einer Skizze an. Also, wir haben einen Beobachter. Das hier ist die Schüssel. Wie gesagt, in die Mitte der Schüssel platzieren wir die Münze. Da ist sie. Und ganz wichtig ist jetzt die Position von dem Beobachter bezüglich der Schüssel. Die beiden müssen nämlich so platziert sein, dass der Beobachter die Münze nicht sehen kann. Warum kann er nicht sehen? Weil sein Blick auf die Münze von dem oberen Rand der Schüssel hier verdeckt ist. Das fassen wir noch einmal bei der Durchführung zusammen. Also die Durchführung. Der Beobachter wird so platziert, dass für ihn die Münze vor dem Schüsselrand gerade so verdeckt wird. Und dann wird in die Schüssel Wasser hineingegossen. So, das Experiment gucken wir uns jetzt einmal an. Der Aufbau ist ziemlich einfach. Wir haben hier einmal die Kamera dort, das ist der Beobachter. Und einmal eine zweite Kamera dort, die ist nur dafür da, damit ihr seht, dass ich euch hier nicht veräpple. Und beide Bilder werden hier von diesem Laptop aufgenommen. Da habe ich noch das Wasser. Ich starte mal schnell hier die Aufnahme. So, nun können wir das Wasser mitnehmen. Und dann schauen wir uns die Aufnahme zusammen an. Okay, das ist die Aufnahme. Wir sehen jetzt hier in diesem Rechteck das Bild von oben. Also das ist jetzt die Schüssel und das die Münze in der Mitte. Und das größere Bild, was so ein bisschen verdeckt ist durch das Fenster hier, ist die Sicht des eigentlichen Beobachters. Also wir können zwar in die Schüssel so ein bisschen reinschauen, sehen die Münze, aber nicht, weil sie ja von dem Rand hier verdeckt ist. So, ich starte mal das Video. So, und nun passiert etwas total Verblüffendes. Wir sehen von oben, die Münze hat sich nicht bewegt, aber für den Beobachter ist sie plötzlich sichtbar geworden. Also ich habe in meinem Leben das Experiment schon mehrmals durchgeführt und ich muss ehrlich sagen, also das finde ich immer wieder faszinierend. Also ich weiß jedes Mal, was passieren wird und bin dennoch irgendwie jedes Mal so ein bisschen überrascht. Finde es irgendwie hübsch. Wir können also folgende Beobachtung festhalten. Nachdem das Wasser in die Schüssel hineingegossen wurde, ist die Münze am Schlüsselboden für den Beobachter sichtbar. Nun kommen wir zu der Erklärung von der Beobachtung, die wir gemacht haben, also zu der Deutung. Zuerst können die an der Münze gestreuten Lichtstrahlen den Beobachter nicht erreichen, da sie vom Schüsselrand unterbrochen werden. Befindet sich aber Wasser in der Schüssel, so werden die an der Schüssel gestreuten Lichtstrahlen beim Übergang vom Wasser in die Luft sozusagen geknickt. Man sagt dazu, dass die Lichtstrahlen beim Übergang von einem optischen Medium, hier Wasser, in ein anderes optisches Medium, in unserem Fall Luft, gebrochen werden. Und dieses Phänomen bezeichnen wir als Lichtbrechung. Jetzt kommt nochmal der gleiche Inhalt, nur in Bildern.
Also, wir haben den Beobachter, die Schüssel und die Münze. Und das gestreute Licht kann den Beobachter nicht erreichen, weil die Strahlen, die den Beobachter erreichen würden, werden hier von der Schüssel unterbrochen und die Strahlen, die aus der Schüssel es rausschaffen, gehen an dem Beobachter vorbei. So, die Situation ändert sich so ein bisschen. Wenn wir jetzt den zweiten Teil des Experiments betrachten, haben wir wieder den Beobachter und immer noch die Schüssel mit der Münze. Was sich aber natürlich ändert, ist das Wasser. Also das ist das Wasser und wir haben zwei Medien, die eine Rolle spielen. Es gibt einmal hier das Wasser und dort die Luft. Und da an der Grenze zwischen Wasser und Luft haben wir einen Übergang von einem Medium in das andere Medium. Und die Lichtstrahlen sehen dann so aus. Wir haben die Lichtstrahlen, die an der Münze gestreut werden. Und dort die Stelle, wo der Lichtstrahl sozusagen von Wasser in die Luft übergeht. An dieser Stelle passiert die Lichtbrechung. Und der Lichtstrahl wird hier sozusagen geknickt und kann den Beobachter erreichen. Ich habe jetzt öfter das Wort optisches Medium genannt, ohne zu sagen, was es überhaupt ist. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle noch nachtragen, eine kleine Ergänzung. Optische Medien sind alle Stoffe, und da ist es egal, ob sie gasförmig, flüssig oder fest sind, in denen sich Licht ausbreiten kann. Und ganz wichtig, zu optischen Medien gehört auch das Vakuum. Bevor wir jetzt mit der Theorie der Lichtbrechung starten, würde ich gerne mit euch ein paar Experimente durchführen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie sich das Licht bei der Lichtbrechung verhält. Und dazu verwenden wir wieder die Software AlgoDo und werden die Experimente simulieren. Als erstes möchte ich das Farbschema in dieser Szene ändern. Also alles, was wir jetzt machen werden, würde auch hier funktionieren, aber eigentlich geht es so darum, einen schwarzen Hintergrund zu bekommen und das Licht besser verfolgen zu können. Und dazu starten wir eine neue Szene und hier kann man sich die Farbpalette aussuchen. Und da gibt es auch eine, die für die Optik vordefiniert ist. Also wir klicken einfach da drauf und vertrauen den Machern der Software und bekommen direkt einen schwarzen Hintergrund. Und was wir jetzt brauchen, sind zwei Dinge, die das Wasser und die Luft darstellen sollen. Und das machen wir mit Hilfe von Rechtecken. Also wir machen jetzt ein Rechteck. Und damit sich die Rechtecke, damit sie schön aufeinander liegen, mache ich Folgendes. Ich starte einfach die Simulation, dann fällt dieses Rechteck auf den Boden. Und in der gestarteten Simulation zeichne ich wieder ein Rechteck. So, dann wird es einfach hier drauf fallen und dann liegen die Rechtecke einfach bündig aufeinander. Und dann hätten wir hier zum Beispiel das Wasser und das obere Rechteck wäre dann die Luft. Jetzt brauchen wir einen Lichtstrahl. Bei AlgoDo verwenden wir dazu ein Laserwerkzeug und stellen das einfach hier hin. Und wir sehen schon hier eine Lichtbrechung, die wir aber erstmal außen vor lassen. Also das ist jetzt hier an dieser Stelle der Übergang von dem oberen Rechteck in die AlgoDo-Luft. Deshalb entsteht hier so eigentlich ein Knick. Das beachten wir aber an dieser Stelle nicht. Und dann gibt es hier noch diesen Strahl. Bei der Lichtbrechung ist es so, dass ein Teil des Lichtes beim Übergang reflektiert wird. Das passiert nun mal. Wir können aber auch hier sehen, dass dieser reflektierte Strahl deutlich schlechter erkennbar ist als der eigentliche Strahl. Und deshalb kümmern wir uns an dieser Stelle erstmal nicht um den reflektierten Strahl. Dann zu einem gegebenen Anlass sprechen wir mal drüber. Aber diesmal tun wir so, als ob es den nicht gäbe. So, bei dem Übergang von diesem Rechteck, also von unserem Wasser in die Luft, sage ich mal hier, sehen wir gar keine Lichtbrechung.
Es liegt daran, dass die beiden Rechtecke die gleichen optischen Eigenschaften haben und deshalb gibt es diesen Knick nicht. Wie bekommen wir ihn? Wir müssen eine Eigenschaft verändern und die finden wir, indem wir auf einen der beiden Rechtecke klicken und unter dem Material die sogenannte Brechzahl verändern. So, die liegt jetzt hier bei 1,5. Ich verschiebe mal das hier nach rechts. Also dieses Menü hier gehört zu dem unteren Rechteck. Nun mache ich das gleiche wie das obere Rechteck. Ich klicke mit der rechten Maustaste hier drauf, klicke auf Material und verschiebe es nach da. Und das linke Menü gehört zu dem oberen Rechteck. Und jetzt spielen wir einfach mit dieser Brechzahl und gucken, was passiert. Wir verändern einfach die Brechzahl des oberen Rechteck und setzen die etwas kleiner. Und nun sehen wir, dass hier an der Grenze von dem Wasser in die Luft, das Licht gebrochen wird. Wenn ich die Brechzahl vom Wasser jetzt erhöhe, sehen wir, dieser Knick wird sozusagen größer, also die Auswirkung wird heftiger. Wenn wir das Ganze jetzt andersrum machen, ich verändere jetzt die Brechzahl von dem oberen Rechteck, also von der Luft. Und dann sehen wir, dass die Richtung, in die unser Strahl sozusagen geknickt wirkt, davon abhängt, ob jetzt eine der beiden Schichten eine höhere Brechzahl hat, beziehungsweise eine kleinere Brechzahl als die andere Schicht. Ne? Also ist die untere Schicht von der Brechzahl kleiner als die obere, wird der Strahl sozusagen zu optischen Achse hin geknickt, also hier in diesem Fall nach rechts. Wenn die Brechzahl der oberen Schicht kleiner ist als der unteren, also wenn ich die zum Beispiel auf 2 setze, wird dieser Lichtstrahl von der optischen Achse weggeknickt. Und natürlich, je größer der Unterschied ist, desto größer auch die Auswirkung. Die Lichtbrechung ist der Menschheit schon seit mehreren Jahren bekannt und einer der Menschen, die sich damit befasst haben, ist der sogenannte Herr Snellius und nach ihm das folgende Gesetz genannt, das Snelliusche Brechungsgesetz. Herr Snellius sah ungefähr so aus. Und hieß Willebrod van Rooyen Snell, beziehungsweise Snellius. Weshalb Snellius? Snellius ist der Name, mit dem er seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen unterschrieben hat. Es liegt daran, dass die Veröffentlichungen in der lateinischen Sprache erfolgt sind und das ist sozusagen sein lateinischer Name. Es ist ein niederländischer Wissenschaftler und Hochschullehrer und lebte von 1580 bis 1626. Also, beim Übergang von einem optischen Medium in ein anderes optisches Medium wird die Richtung eines Lichtstrahls aufgrund der Brechung verändert. Wie sich diese Richtung ändert, hängt von den optischen Eigenschaften beider Medien ab. Und diese Eigenschaft ist der Brechungsindex und der wird mit dem Buchstaben klein n abgekürzt. Die Richtungsänderung lässt sich mit Hilfe des Snelliusschen Brechungsgesetzes berechnen. Und die Rechnung an sich ist aus mathematischer Sicht relativ simpel und am einfachsten geht es mit einer Skizze. Also wir haben hier einmal eine Linie und das ist die Grenze zwischen zwei optischen Medien. Einmal ein Medium 1 mit der
mit dem Brechungsindex N1 nenne ich das hier. Und darunter ist das zweite Medium. Und das zweite Medium hat unter Umständen ein anderes Brechungsindex. Und diesen bezeichnen wir mit N2. Dann gibt es einen Lichtstrahl, der auf diese Grenze sozusagen trifft. Und da, wo die Grenze getroffen wird, wird der Strahl gebrochen. Nun, wenn wir die Richtungsänderung messen wollen, bietet es sich an, hier irgendwelche Winkel anzugeben. Man könnte auf die Idee kommen, den Winkel und diesen Winkel zu nehmen. Das hat aber Snellius nicht gemacht. Er hat wieder den Winkel wie bei dem Reflexionsgesetz genommen und hat dazu die optische Achse hinzugefügt und dann die Winkel zwischen den Strahlen und der optischen Achse gemessen. Der Winkel Alpha ist der Winkel des Strahles in dem Medium 1 und zwischen dem Strahl und der optischen Achse, und der Winkel Beta ist der Winkel zwischen dem Strahl in dem zweiten Medium und der optischen Achse. Und das Snellius'sche Brechungsgesetz sagt Folgendes: Der Brechungsindex N1 geteilt durch den Brechungsindex N2 ist das gleiche wie der Sinus des Winkels Beta geteilt durch den Sinus des Winkels Alpha. So, nun müssen wir zwei weitere Begriffe unter Umständen klären. Einmal, was ist überhaupt dieser Brechungsindex? Also eine kleine Ergänzung. Der Brechungsindex eines Mediums gibt an, wie sich die Lichtgeschwindigkeit, und die Lichtgeschwindigkeit wird in der Physik mit einem kleinen Buchstaben c abgekürzt, wie sich diese Lichtgeschwindigkeit in dem Medium ändert. Das bedeutet, der Brechungsindex eines Mediums ist die Lichtgeschwindigkeit, und damit ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum gemeint. Und wenn wir diese Lichtgeschwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium teilen, erhalten wir den Brechungsindex des Mediums. Unter Umständen habt ihr noch nie etwas von dem Sinus gehört. An sich ist es nichts Wildes. Es ist eine Strecke, die zu einem Winkel gehört. Und wie man diese Strecke findet, zeige ich euch. Also zurück zu unserer Situation. Wir haben die beiden Medien, die optische Achse, die Grenze zwischen den Medien und unseren Strahl, der hier gebrochen wird, wodurch sich zwischen der optischen Achse und dem Lichtstrahl einmal der Winkel Alpha und einmal der Winkel Beta bildet. Und um den Sinus von dem Winkel Alpha bzw. von dem Winkel Beta zu bekommen, machen wir Folgendes. Wir zeichnen einen Kreis mit dem Mittelpunkt, da wo der Strahl gebrochen wird. Und dieser Kreis soll einen Radius von einer Einheit haben. Was diese Einheit ist, spielt im Prinzip gar keine Rolle. Es kann ein Zentimeter sein, es können, fünf Kästchen, ein Zoll, ein Kilometer sein. Es ist im Prinzip egal, weil dann wird einfach unser Sinus in der gleichen Einheit wie der Radius gemessen. Also deshalb spricht man jetzt von dem Radius 1, und diese Einheit lässt man im Prinzip immer weg. So. Der Sinus des Winkels Alpha entsteht dadurch, dass wir parallel zu dieser Mediumgrenze eine Gerade zeichnen, die durch den Schnittpunkt von diesem Strahl und dem Kreis geht. So, das hier ist der Sinus des Winkels Alpha, und analog dazu erhalten wir den Sinus Beta, indem wir eine Strecke zeichnen, die parallel zu der Grenze zwischen beiden Medien verläuft und durch den Punkt geht, wo sich der Strahl mit dem Einheitskreis schneidet. Also ich verdeutliche das hier nochmal. Parallel zu dieser Strecke bedeutet senkrecht zu der optischen Achse, genau wie hier. Weshalb reicht das aus? Weil die optische Achse natürlich parallel zu der Mediumgrenze
verläuft. Und damit wir wissen, wie wir das Ganze aussprechen, also Sin Alpha wird Sinus des Winkels Alpha ausgesprochen, beziehungsweise sehr oft einfach nur Sinus Alpha. Und das gleiche für den Sinus des Winkels Beta, Sin in Klammern Beta oder kurz Sinus Beta. In den meisten Fällen verwendet man auch diese kurze, nicht Schreibweise, aber die kurze Aussprache Sinus Alpha bzw. Sinus Beta. Okay, so viel zur Theorie. Jetzt sollten wir uns ein paar Beispiele angucken. Und diesmal nehmen wir konkrete Medien. Und zwar einmal die Luft und Wasser als das zweite Medium. Und wir betrachten folgende Situation als erstes. Wir gehen davon aus, dass der Winkel Alpha gegeben ist. Hier sollen es 60 Grad sein. Und wir kennen an dieser Stelle den Brechungsindex von der Luft. Der liegt ungefähr bei 1 und wird meistens mit 1 angegeben. Und der Brechungsindex des Wassers ist 1,33 ungefähr. Also ich schreibe es hier, als ob es exakt 1,33 wäre. Also wir kennen Alpha, N Luft und N Wasser. Die einzige Unbekannte an dieser Stelle ist also der Winkel Beta. Und das ist auch das, was wir jetzt an dieser Stelle suchen. Also gesucht ist der Winkel Beta. So, nun kommen wir zu der Rechnung. Die Rechnung erfolgt nach dem Snelliusschen Brechungsgesetz. Also das Verhältnis von dem Brechungsindex der Luft und dem Wasser ist das gleiche wie das Verhältnis des Sinuses des Winkels Beta und des Sinuses von Winkel Alpha. So, da wir Beta berechnen wollen, müssen wir erstmal diese Gleichung ein wenig umformen, und zwar so, dass wir möglichst an Beta drankommen. Was uns an dieser Stelle hier stört, ist Sinus Alpha. Wie bekommen wir das weg? Ja, indem wir mal Sinus Alpha multiplizieren. Ja, lasst euch bitte nicht verwirren. Sinus des Winkels Alpha ist einfach eine Zahl. Auch wenn hier jetzt irgendwie drei Buchstaben, eine Klammer und noch ein griechischer Buchstabe dabei ist, das ist alles irgendeine Zahl. Die können wir auch gleich ausrechnen, werden wir auch. Also wenn wir jetzt beide Seiten der Gleichung mit Sinus Alpha multiplizieren, bekommen wir durch eine Äquivalenzumformung folgende Gleichung. Auf der rechten Seite kürze ich Sinus Alpha raus, es bleibt nur Sinus Beta. Und das, was auf der linken Seite steht, wird mit dem Sinus Alpha multipliziert. Nun können wir alles, was wir wissen, einsetzen. Also wir kennen den Winkel, wir können die beiden Brechungsindexe. Damit ist es dann Brechungsindex der Luft geteilt durch Brechungsindex des Wassers mal Sinus von 60 Grad. Und wenn wir das Ganze ausmultiplizieren, was Sinus von 60 Grad ist, können wir den Taschenrechner fragen. Und die Brechungsindexe von Luft und Wasser stehen hier. Und dann bekommen wir Folgendes. Wenn man die beiden Zahlen miteinander multipliziert, kommen wir auf 0,654, also ungefähr. Und das ergibt dann den Sinus Beta. Und jetzt muss man den Sinus sozusagen rückgängig machen. Und wir müssen auf die beiden Seiten der Gleichung das Gegenteil von dem Sinus anwenden. Und das ist eine Funktion, die auf dem Taschenrechner oft mit Sinus hoch minus 1 angegeben wird. Ausgesprochen ist das der Arcus-Sinus. Mittlerweile hat sich die Schreibweise, die auf dem Taschenrechner steht, etabliert. Hoch minus 1 bedeutet nicht die Potenz, sondern das ist einfach eine Schreibweise, und minus 1 steht hier für eine sogenannte Umkehrfunktion, und das bedeutet, es kehrt das, was der Sinus macht, einfach nur um. Also ein bisschen wie die Wurzel ziehen und quadrieren, das sind jetzt zwei Vorschriften, die sich gegenseitig aufheben, und das macht hier dieser Arcus-Sinus. Wenn wir das auf den beiden Seiten gemacht haben,
haben wir also auf der rechten Seite Sinus Beta, weil Sinus hoch minus 1, also der Arcosinus, hebt den Sinus auf und es bleibt nur Beta auf dieser Seite. Und auf die Zahl, die auf der linken Seite steht, wenden wir einfach den Arcosinus an. Und das kann man dann auch mit dem Taschenrechner berechnen. Und was rauskommt, ist ein Winkel von 40,8 Grad, also ungefähr. Und jetzt noch ein zweites Beispiel, was sich von dem ersten Beispiel kaum unterscheidet. Wir gehen wieder von der gleichen Situation aus. Wir haben zwei Medien, einmal die Luft und einmal das Wasser und wieder einen Strahl, der an dieser Stelle gebrochen wird, die optische Achse und die beiden Winkel, die sich zu der optischen Achse dann ergeben. Der einzige Unterschied ist, diesmal sollen die beiden Winkel gegeben sein und die Zahlen übernehmen wir einfach aus der Aufgabe davor. Und diesmal machen wir das etwas realistischer. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, einen Winkel auf ein Zehntel Nachkommastelle genau zu messen. Deshalb würden wir es messen. Es ist möglich, dass wir den Winkel Alpha genau gemessen haben, also die 60 Grad sind dann relativ sicher, und bei Beta würden wir wahrscheinlich etwas bei 41 Grad messen, vielleicht sogar 40 Grad. Ich gehe mal an dieser Stelle von 41 Grad aus, und bekannt an dieser Stelle soll der Brechungsindex von der Luft sein, der liegt bei 1, und die unbekannte an dieser Stelle ist der Brechungsindex vom Wasser. Gesucht ist also der Brechungsindex vom Wasser. Die Rechnung funktioniert genauso wie in der letzten Aufgabe. Wir haben das Snelliusche Brechungsgesetz. Das bedeutet, wir teilen beide Brechungsindexe durch einander und das muss den Sinus Beta durch Sinus Alpha ergeben. Hier wollen wir das Ganze nach dem Brechungsindex vom Wasser auflösen. Momentan haben wir das Problem, dass der hier im Nenner steht, und deshalb müssen wir die beiden Gleichungen oder die beiden Seiten der Gleichung mit dem Brechungsindex vom Wasser multiplizieren, damit wir den aus dem Nenner rausholen. Wenn man das macht, erhalten wir Folgendes: Der Brechungsindex der Luft ist das gleiche wie der Sinus Beta durch Sinus Alpha multipliziert mit dem Brechungsindex vom Wasser. Was jetzt stört, ist natürlich hier dieser Vorfaktor. Den bekommen wir weg auf dieser Seite, indem wir beide Seiten der Gleichung mit dem Kehrwert multiplizieren. Und der Kehrwert von diesem Bruch ist natürlich, man vertauscht den Zähler und den Nenner. Also wir multiplizieren beide Seiten der Gleichung mit Sinus Alpha durch Sinus Beta. So, und sind bei der Umformung an dieser Stelle fertig. Der Brechungsindex vom Wasser steht jetzt hier isoliert. Und wenn wir jetzt hier die bekannten Zahlen, also 60 Grad, 41 Grad und n gleich 1 einsetzen, können wir den Brechungsindex vom Wasser direkt berechnen. Das machen wir auch. N Luft ist 1, der Sinus von Alpha, da muss man den Taschenrechner anschmeißen, liegt bei ungefähr 0,87, und der Sinus Beta, den haben wir schon in der letzten Aufgabe gesehen, der liegt bei ungefähr 0,656. So, teilt man das durcheinander, kommen wir auf einen Wert, der bei ungefähr 1,33 liegt, und das wäre jetzt der Brechungsindex, den wir in einem Experiment mit Hilfe einer Rechnung für das Wasser bestimmen würden. Das Snelliusche Brechungsgesetz ist etwas, womit man jetzt nicht nur die optische Hebung erklären kann. Es gibt zahlreiche weitere Phänomene, die man damit erklären kann. Diese werden wir uns aber in einem späteren Video anschauen.